Einen wunderprächtigen, ihr lieben Knutschkugeln. Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir sind immer noch auf der Spur von Fulke und Sigurd. Und Basti unterwegs. Ich mich hier lieber vermummen. Mal gucken, ob wir... Hier wimmelt es von Fulkes Leuten. Sigurd wird sicher gut bewacht. Wir sollten uns vorsichtig und unauffällig verhalten. Bereit? Ich bin ganz deiner Meinung. Infiltriere die Kathedrale. Okay. Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Gleich nach meinem ersten Vornamen. Elefante Porzellanladen. Ich muss mich in Acht nehmen. Warum sollte Fulke uns ihr Sanktum überlassen? Sie lockt uns. Selbstsicher und überheblich. Eigenes Scheitern hält sie für unmöglich. Ihr fürchterlicher Scharfsinn gibt ihr recht. Ihr fürchterlicher Scharfsinn wird ihr Untergang sein. Da hat sich das dann mit dem stillen Teil schon wieder erledigt, wenn ich hier so weiter kraxle. So. Geht immer weiter, ihr Deppen. Sperrgebiet. Was wir dort auch finden, bewahre einen kühlen Kopf. Du tadelst mich wie ein Kind, Basim. Ich schütze dich wie ein Vater. Dein gewaltsames Ende brächte nichts. Du hast in deinem Leben noch viel zu erreichen, das weiß ich. Noch mehr Rätsel, Schlauzunge. Keine Rätsel. Ich spüre Großes in euch beiden. Es ist nicht dein Schicksal, die Steine dieses Gotteshauses mit deinem Blut zu beflecken. Ich könnte jetzt diese Tür aufbrechen. Und wird alle da drinnen alarmieren. Ich will erst mal sehen, ob es einen alternativen Weg reingibt. Einen Ruin. Fenster kann ich bisher nicht zerschlagen. Vorsprünge gefallen mir, die sind meistens an irgendwelchen Öffnungen. Allerdings scheinbar nicht in diesem Fall. Hallo, Basim. Wenn sie noch hier ist, brenne ich dieses Christushaus nieder. Waffen! Zu den Waffen! So, das ist ein paar Dödel.
So, wie es auch dreh und wende. Ich komme an die andere Tür so nicht ran. Es sei denn, ich komme von unten. Da ich aber schon oben bin. Macht das ja wenig Sinn, oder? Guten Tag. Also sollen wir einfach wie Ochsen hineinstolpern? Glaub mir, ich hab's ruhig versucht. Funktioniert doch, oder? Gemeinsam! Rückenbrecher! Okay, der war gut. Hat noch nicht viel Schaden gemacht. Gott wird uns nicht verlassen. Euer Gott hat euch schon verlassen. Gib auf! Nö, warum? Geht von hinten ran! Ich weiß nicht auf! Stirbt schon! Das muss der Weg zur Volkes Sanctum sein. Dann gehen wir. Hallo. Hier ist es, ihr Gestank. Hier ist es, ihr Gestank hängt an allem. Hilf mir, Bassem. Sigurd ist hier drin. So. Nur mal, weil ich es kann, falls mir noch irgendjemand daherkommt. Volker, ich bin hier. Stell dich! Gib Acht, Eivor. Du spielst ihr in die Hände. Ist ja nichts Neues. Was sollen diese Wortgeflechte über Elfen und Dämonen bedeuten? Will ich das wissen? Die Pläne für die große Feste in Westsexe. Hilft uns irgendwas davon, dort einzudringen? Das Evangelium von Maria Magdalena. Bei Odin, welch krankes Geflecht sie spann. Für jeden vergossenen Tropfen Blut werde ich ein Miethorn mehr nehmen. Volkes Tagebuch. Ich stürze mich in die Arbeit an dieser seltsamen Sprache, die ich für Kaiser Ludwig entziffern soll. Und doch reicht mein gesammeltes Wissen über die Alten und ihre Artefakte nicht einmal aus, um den dünnsten Lichtstrahl auf diese wunderschöne Schrift zu werfen. Ludwig sagt, dass diese Worte aus einer Radierung stammen, die ein junger Paladin in den Tagen von Karl dem Großen gesehen und abgeschrieben hat. Doch Ludwig weiß nicht, wo in unserer Welt die ursprüngliche Inschrift entdeckt wurde. Auf einem Tempel? Einem Grabmal? Einem Felsbrocken? Es ist unmöglich zu sagen. Immer und immer wieder ziehe ich den Stein aus meinem Besitz zur Rate. Auf der Suche nach Zusammenhängen zwischen ihm und den Worten, die von der Radierung abgeschrieben wurden. Doch kein Ergebnis. Das sollte mich nicht überraschen. Der Stein selbst ist nur ein Fragment, das, wie man mir sagte, vom Eindringling Ragnar Lodbrok aus Nordwege mitgebracht wurde. Deshalb nenne ich ihn den Sagenstein. Kannte er den wahren Wert des Gegenstands, den er dabei sich trug? Welch glücklicher Fund! Ich bin in den Besitz eines Mannes gekommen, der das Mal der Alten auf seinem Hals trägt. Ich erschaudere, wenn ich daran denke, was das bedeuten könnte. Könnte er ein wiedergeborener Alter sein? Oder das Kind eines solchen, das nun nach so vielen Jahren auf den Plan treten soll? Ich habe Erzählungen von einem gehört, den sie den wiedergeborenen Aether nennen.
Aber dieser Mann hat nicht die unverwechselbaren Augen. Ich werde tun, was ich kann, um ihn auf verborgene Geheimnisse zu untersuchen. Und mit etwas Glück wird sich mir die Sprache der Alten erschließen. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, sie sucht nach Eivor, aber ja. Da ist der Stein. Seltsame Inschrift. Sagen Stein-Inschrift, die Sigurd gelesen hat. Drei Nagat. Komm, machen wir uns nichts vor, es klingt walisisch. Die Isos sind Waliser. Jetzt haben wir es. Okay, die Textur auf dieser Felswand ist komisch. Was ist los? Sag, du hast was gefunden. Was Brauchbares. Vielleicht eine Feste in Suzexe. Da bildet der Orden Soldaten aus. Wir müssen sicher sein. Sigurd, bleibt nicht viel Zeit. Uff. Sonst irgendwas? Schriften, die für die Verborgenen von Interesse sind. Heitam will sie sicher sehen. Aber was Sigurd betrifft, ist unser einziger Hinweis Portcaster. Okay. Wenn er im Kastell von Portcaster ist, werden wir ein riesiges Heer brauchen. Ich habe inzwischen viele Freunde in Englerland. Wenn ich sie bitte, werden sie kommen. Das werden sie. Basim, sie hat ihm den Arm abgeschnitten. Kann man solch einen Verlust überleben? Körperlich ja. Geistig ist es schwer zu sagen. So etwas kann jemanden in die Verzweiflung treiben. Wenn du meinst, dass er sich wie Tedmund umbringen könnte, verbanne diesen Gedanken. Ich muss meinen Leuten sagen, dass ihr Jarl gefangen bleibt. Das wird ihnen nicht gefallen. Wir werden nicht noch einmal scheitern, Eivor. Ich spähe voraus und sende Kunde zur Siedlung, wenn ich mehr über Portcaster weiß. Sei bereit. Ich habe ein ganz anderes Problem. Die Sache ist halt, das, was Basim gerade gesagt hat, es kann einen Mann in die Verzweiflung treiben. Es kann einen Mann wie Sigurd auch brechen. Und eventuell zum Gegner machen. Und dann würde Valkas Voraussage Sinn machen. Stadtrand wie Bericht. Okay, ich mache eine Schnellreise hin. Das wird niemandem gefallen. Dein Jungs-Wikinger wurde von anderen Spielern angeheuert. Okay. Gut. War es ein anderer Spieler, den ich kenne? Doug? Wo ist er? Wo ist Sigurd? Er lebt. Aber er ist nicht bei dir? Wo ist er? Doug, nicht jetzt. Ich muss mit Randvi sprechen. Du hast ihn nicht gefunden, oder, Eivor? Sag schon, wir verdienen die Wahrheit.
Der Typ, ich muss mit Randvi sprechen. Geh zur Seite. Sofort. Du hast ihn nicht gefunden, weil du ihn nicht gesucht hast. Was ich ist mit dem Typen Eivor. Los? Ich weiß, was du bist. Du bist wahnsinnig. Das bist du. Eivor, du kommst allein. Muss ich um Sigurd fürchten? Ich konnte ihn nicht finden. Folge diese Wahnsinnige, sie ist entwischt und nahm ihn mit nach Sudsexe. Wir brauchen ein Heer, müssen unsere Bündnisse einfordern und sie an ihren Treueschwur erinnern. Wir müssen handeln, Bevor was, Eivor? Sie hat ihn gefoltert, Randvi. Ihm unsägliche Dinge angetan. Seinen Arm abgetrennt und für uns zurückgelassen. Ich fürchte, sie wird ihn töten. Ganz langsam. Götter. Wenn ich mich richtig erinnere, war in Valkas Voraussage auch Sigurds Arm abgetrennt. Bündnis geschlossen, kennt. Ganz ehrlich, mit wem haben wir da ein Bündnis? Ein Sturm braut sich zusammen. Ruhe dich in deinem Zimmer aus. Ulfi, schön dich zu sehen. Und ich habe einen neuen Brief. Tarnholz Brief lesen. Einladung. Eivor, der alte Gerdrick wollte keine förmlichen Rituale, um ihn zum Aldermann zu machen, aber ich habe ihn überzeugt, dass es zum Wohle des Schiers ist. König Cheolwulf höchst selbst wird den Vorsitz haben. Wenn du kommen kannst, bin ich mir sicher, dass Gerdrick es zu schätzen wissen wird. Tarnhold. So, werden wir jetzt an die Vision vom Anfang des Spiels erinnert? Wir schlafen aber auch in voller Montur, ne? Ich komme, Doug. Stell dich, Eivor! Okay, du willst auf die Schnauze haben. Ich merke das schon. Was ist los, Doug? Bleib stehen, Wolfsmal! Es endet jetzt! Doug, dreh dich um und geh! Deine Art ist nicht meine, Eivor. Ich fliehe nicht vor meiner Verantwortung auf der Suche nach Ruhm. Ich stehe meinen Leuten bei. Über viele Monde stand ich an deiner Seite und vertraute auf Sigurds Urteil, weil ich an ihn und sein Vorhaben geglaubt habe. Folge Eivors Befehlen, hat er gesagt. Und das machte ich. Wider besseres Wissen tat ich, was du wolltest. Und wohin hat uns das gebracht? Wir haben keinen Jarl und sehen tatenlos zu, wie du, wie ein aufgeschrecktes Huhn, dem Ruhm nachjagst. Jetzt du hättest im Vertrauen zu mir kommen können, Doug. Aber das ist nun vorbei. Das interessiert mich auch nicht. Ich habe mich entschieden. Hört zu mich an! Ich fordere Eivor heraus. Der Sieger führt den Clan, bis Sigurd sicher zurückkehrt. Verschwinde, Doug! Nein! Wir kämpfen bis zum Tod! Wie du willst. Bitteschön. Einverstanden. Klären wir das. Ah! Endlich zeigst du Mut! Sehr gut! Haselt das Feld ein! Der Typ hat sie nicht alle, aber ja, er hat es nicht anders verdient. Komm her, die Vollpfosten. Bitte! Bitte, alle beide! Randvi, ich hab dich angefangen, aber ich werde eine Herausforderung
von diesen Idioten nicht bestimmt nicht ablehnen. Zu tun. Geh einfach. Was ist los, Eivor? Hast du Angst? Wovor denn? Du bist dabei zu sterben. Verlasse diesen Ort und komm nie zurück. Spar dir dein Mitleid und kämpfe! Wie du willst. Du lässt mir keine Wahl. Bitte! Bitte, alle beide! Was soll ich machen? Rat wie, ich verteidige mich nur. Du hättest mit mir kommen können. Wenn ich Mitgefühl hätte, würde ich es nicht an diesen armen Narren vergeuden. Dich hat aber keiner gefragt, Odin. Ja, der Preis der Respektlosigkeit ist der Tod. Das hast du selbst gesagt. Was er forderte, gabst du ihm. Das sollte reichen, denn ich habe keine Verwendung für einen so zerbrechlichen in meiner Halle der Helden. Er kämpfte für das, woran er glaubte. Hat das keinen Wert? Hat es. Du hast ihn trotzdem getötet. Seinem Wunsch entsprechend. Was ist der wahre Preis der Respektlosigkeit? Die Entscheidung liegt bei dir. Ganz ehrlich, Odins Meinung ist mir egal. Ich kann Duck nicht ab, aber... Es hätte nicht dazu kommen dürfen, alter Freund. Nimm deine Axt und steig auf zu Odins Halle. Was du auch im Leben gesucht hast. Wirst du es dort finden. Geht in eure Häuser. Ich bette ihn zur Ruhe. Geht nach Hause! Dark hat mich des Verrats beschuldigt. Ich hätte meinen Schwur gebrochen. Und das war meine Antwort. Ihr sollt die ganze Wahrheit hören. Niemand wünscht sich Sigurds sichere Rückkehr mehr als ich. Das wisst ihr. Ihr wisst es. Ihr alle. Und ich verbrenne die Felder und staue die Flüsse von Westsexe, um ihn zu finden. Das schwöre ich! Das ist mein Eid. Ich finde Sigurd. Ihr werdet nicht ohne Jarl sein. Ihr habt mein Wort. Du hast gelebt, wie du gestorben bist. Stolz und kühn. Das kann ich dir nicht verübeln. Mir fehlen deine Geschichten. Doch ich behalte sie in guter Erinnerung. Ach, Duck, du Vollidiot. Vielleicht kann ich zurück zu meinem Traum von Svartalfa hin. Brief von Randvi. Eivor, zwei Besucher aus dem Frankenreich sind in Hrefnatorp eingetroffen. Die eine ist eine junge nordische Kriegerin aus dem Clan von Yarsinrig nahe Paris. Und der andere scheint ein Franke zu sein. Sie haben uns bereits als Geschenk von Sinrigs Bruder Siegfried ein neues Gasthaus errichtet. Ich bin keine Hellseherin, doch es ist offensichtlich, dass sie etwas von uns wollen. Die Kriegerin, Toka heißt sie, hat bereits nach dir gefragt. Rede mit den beiden, um herauszufinden, was sie wirklich wollen.
Sie bringen ein Festmahl und bauen ihr eigenes Gästehaus. Diese Art Besuch gefällt mir. Mach's gut, Duck. So. Ich werde der Rettung mit Sicherheit nicht nachgehen, weil die Rettung ist immer noch außerhalb meiner Levelklasse. Für 340. Und wir sind irgendwas um die 216. So, ja, dem Schicksal verpflichtet. Zerschlagung des Ordens, ein neues Zuhause. Irland, Frankenreich. Gut, es sieht so aus, als ob wir nach Frankreich gehen. Kommt hier die Verbindung zu Assassin's Creed Unity? Ist jetzt natürlich blöd, dass wir jetzt hier irgendwie aus der Geschichte rausgezogen werden, die uns mit Sigurd verbindet. So, da ist das Langhaus. Und ihr werdet es mir verzeihen, aber ich gehe erstmal zu Schnuggi. Nach den Geschehnissen der letzten Nacht muss ich mich erstmal vergewissern, dass sie noch zu uns steht. Ich glaube, sie stand auch dabei. Merkwürdige Zeiten, was? Oh ja, Schnuggi. Oh, ich habe gerade an dich gedacht. Ach komm, ab ins Bett mit euch. Wollen wir ein wenig Zeit zusammen verbringen? Nur du und ich? Das könnte mir gefallen. In dieser Welt des Bösen muss es auch was Gutes geben. Komm her zu mir. Na. Balsam für die Seele. Die vier stehen da wie die Ölgötzen, ey. Da ist ein neuer Brief für mich. Na dann. Gucke ich mir zuerst den Brief an, bevor ich zu den Ölgötzen gehe. Und ich mit den Franzosen rede. Bischof Diorlafs Brief lesen. Nachricht vom Aldermann Schrobbeschiers. Eivor, die Lage in Schrobbeschier hat sich beruhigt. Ich kann kaum glauben, wie viel Krieg und Trauer wir durchlebt haben. Solltest du dich im Schier wiederfinden, komm doch auf einen Besuch vorbei. Dein Freund, Bischof Diorlaf. Nett von ihm. So, was ist mit euch vier? Ist das eine Mahnwache oder was haltet ihr hier ab? Ihr steht hier bestellt und nicht abgeholt. Wisst ihr das eigentlich? So, Geschenk aus der Anderwelt. Mache ich nicht mehr, weil ist nur nervig. Ist halt so Herausforderungsding. Ich muss mich nicht selbst herausfordern. Dafür bin ich nicht in diesem Let's Play. Da oben. Das ist ein gutes Schwert. Hi. Ist das alles? Dieses Festmahl muss großartig werden. Ja, es ist unsere letzte Chance. Chance? Wolfsmahl! Willkommen in Hefnatorp. Ich bin Eivor. Aber das scheint ihr ja schon zu wissen. Du bist uns wohl bekannt. Ich bin Toka Sinriks Dotter. Und der fränkische Langweiler ist mein Berater Piers. Wir sind hier im Namen von Siegfried vom Frankenreich, berühmter Krieger und Anführer der dortigen Nordmänner. Ihr scheint euch hier schon heimisch zu fühlen. Wie sollten wir auch nicht? Was ihr hier aufgebaut habt, ist wunderbar. Das Gästehaus fügt sich gut ein. Wir haben zudem neue Geschmäcker aus dem Frankenland für eure Tafel mitgebracht. Habt ihr Durst? Dann kostet von unserem Würzwein. Sehr großzügig. Einige würden sagen, zu großzügig. Sieh es als Zeichen des guten Willens von meinem Onkel Siegfried. So von Clan zu Clan. Ja, da ist trotzdem ein Haken an der Sache. Heraus, dass ich ein Festmahl verweigert hätte, würde Blut fließen.
Ich nehme es also an. Sehr gut, du ehrst uns. Refnetop erinnert mich daran, wie das Frankenland einst war. Wenn ich könnte, käme ich oft zu Besuch. Du wärst willkommen. Jedoch bringt ihr eure Gaben sicher nicht ohne Grund. Ich warte auf den Gefallen, um den ihr uns bitten werdet. Was man über deine Urteilskraft hört, stimmt wohl. Lass mich gern heute bei Ale an deiner Weisheit teilhaben. Beginnen wir? Ja, legen wir los. Dann schauen wir mal, ob diese fränkischen Leckerbissen etwas taugen. Essen wir! Machen wir eine fette Fete draus und so. Weißt du, Nacht vorher ist Duck bei einem Duell gestorben und jetzt machen wir hier wieder fett Party. Wie kann man nur Ale dem Wallen vorziehen? Gott, ich werde es nie verstehen. Ihr Nordleute besiegt uns Franken vielleicht auf dem Schlachtfeld. Doch im Trinken sind wir ungeschlagen. Oh nein, bitte kein Trinkwettbewerb. Ich bevorzuge Ale. In meinem Kelch wird immer Ale sein. Nicht nur der Kanal trennt uns, sondern auch ein ganzes Meer des schlechten Geschmacks. Ich will euch etwas zeigen. Ja, jetzt geht's los. Piers weiß auch nicht, woran es hängt. Englerland nahm ich in Raubzügen und Schlachten Schwerter an mich. Dieses holte ich mir in einem Holmgang gegen zwei einfältige Brüder in East Engla. Es mag nur ein Wundenzweig sein, und doch ist es mein Liebling. Ihr habt also alle Winkel dieses Landes bereist, bevor ihr nach Refnetop kamt. Wozu? Ich möchte dich und deinesgleichen für die ruhmreichen Raubzüge entlang der Sequana gewinnen. Mit wem hast du bisher gesprochen? Mit vielen. Jarl Heming, Gudrum, sogar Halfdan. Paris selbst soll belagert werden. Und danach werden wir mehr Reichtümer angehäuft haben, als sich irgendwer in Englerland vorzustellen wagt. Lass mich raten, wie viele Jarls sich deinen fränkischen Raubzügen und Belagerungen anschließen. Keine. Sie begreifen das Ausmaß der Schätze nicht, die wir erbeuten können. Was willst du wirklich, Tuka? Jedes Wort, das ich sprach, ist wahr. Aber da ist noch etwas anderes. Eine neue Macht erhebt sich im Frankenreich. Eine Macht welcher Art? Die fränkischen Königreiche wurden unter einem König vereint. Dem fetten Charles. Und mit dieser vereinten Kraft wendet sich Charles nun langsam gegen die nordischen Dörfer. Er tötete meinen Vater und löschte mein Dorf aus. Für deinen Vater und dein Dorf tut es mir leid. Wir haben jedoch unsere eigenen Sorgen hier in diesem Land. Bleibt Charles an der Macht, werden diese Sorgen wachsen. Nachdem er im Frankenreich fertig ist, wird er nach Englerland kommen. Charles wird dich und deinen Clan verfolgen. Seine Heere verdoppeln sich täglich. Echte Krieger, auch Berittene. Kein Vergleich mit euren sächsischen Bauern und Fischern. Wenn der Rabenclan euch helfen sollte, was würdest du von uns verlangen? Unser Anführer Siegfried bereitet die Belagerung von Paris vor, damit die Franken ihre Taten wieder uns Nordleute überdenken. Und nebenbei werden unsere Langschiffe vollgeladen mit Schätzen. Meine Späher bestätigen die Behauptungen Tokas und ihrer Leute. Doch zuvor sah ich keinen Grund, unseren Clan einzubringen. Mhm. Siehst du diesen nun? Hat dieser wahnsinnige König Charles es wirklich auf Englerland abgesehen, sollten wir handeln. Dieser Siegfried, von dem sie sprach, versammelt dort Nordleute. Uns ihm anzuschließen, könnte die Gelegenheit sein, sich dem neuen König zu widersetzen. Oder ich könnte diesen Charles selbst treffen. Und ihn, wenn er nicht verhandeln will, töten. Unser Problem geht über einen König hinaus. Töten wir einen, kommt ein anderer. Sollte er durch einen unserer Nordlinge aus Englerland erschlagen werden, könnte das die Franken noch eher zu uns treiben. Dann werde ich abwägen, wen ich im Frankenreich töte und mit wem ich mich verbünde. Ein ruhiger König könnte Refnetop Sicherheit bringen. Lass mich das Schwert sehen. Ich will die Schmiedekunst begutachten. Nein,
Das ist mein Diebesgut. Na schön. Willst du es mir nicht zeigen, muss ich es mir nehmen. Mach dich bereit, Piers. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Toka, du kamst hierher, um Hilfe gegen diese neue fränkische Bedrohung zu finden. Der Rabenclan wird dir beistehen. Wirklich? Wirklich? Ich verspreche dir, ihr werdet es nicht bereuen. Suche Piers auf, wenn ihr bereit seid, und wir brechen umgehend ins Frankenland auf. Mhm. Hab Dank. Entweder war das gerade die sprachliche Barriere oder Piers hat irgendwas zu verbergen. Der klang komisch. Ah, mein Kopf. Wäre ich nur bei Elle geblieben. Toka sagte, ich solle zu Piers gehen, wenn ich bereit für die Reise ins Frankenland bin. Wolfsmal! Ich hoffe, dein Kopf schmerzt nicht wie der meine. Was für eine Nacht. Aber wir sollten bald gehen Frankenreich aufbrechen. Ich dachte, wir hätten gesagt, dass wir nur Ale in unseren Becher wollen und keinen Wein. Piers. Wir sind bereit aufzubrechen, wenn du es bist. Na dann. Ich bin bereit. Wie schlimm kann es schon werden? Ist ja nicht so, als hätten wir nicht einen gewissen Grundlevel. Und anders geht die Geschichte hier offensichtlich nicht weiter. Ich frage mich ja, ob wir Cassie nochmal wiedersehen. Oder ob die Begegnung in Schottland die einzige war. Assassin's Creed Valhalla, die Belagerung von Paris. Und damit sind wir dann wohl im zweiten DLC. Das Frankenreich. Land von Carla Magnus und der bittere Lohn Ragnars, der in Paris Unmengen von Silber und Sorgen erwartete. Nun erhebt sich ein neuer König, der die Franken gegen die Nordleute in die Schlacht führt und brennende Blicke gegen Englerland schickt. Ich muss diesen irren König davon abhalten, den Krieg über das Meer zu tragen. Seine Heere versammeln sich bereits und erneut kreisen die Krähen über Paris. Umland von Meklidunien. Willkommen im Frankenreich. Was denn? Kein schniefender Gesandte König Charles, um uns zu begrüßen? Glaub mir, Wolfsmal, du wirst früh genug die Wärme seines Großes spüren. Du darfst uns übrigens Eivor nennen. Was, ihr irrer König? Wir alle waren beteiligt. Oha. Dies brächte er nach Hefnetor. In der Tat. Wir sind gleich da. Doch können wir mit dem Langschiff nicht nach Paris. Die fränkischen Brücken versperren den Weg. Na dann. Unser Dorf liegt im Landesinneren. Ab hier nehmen wir die Pferde. Die anderen folgen zu Fuß. Könnte uns bitte lassen Hinterhalt die hart, die haben. Nicht so nah am Wasser und nicht in der Nacht. Siegfried hat seine Arbeit zu gut gemacht. Ich entlade noch das Schiff. Geht ihr zwei schon voraus. Vielen Dank, Piers. Und Eivor, es gibt etwas, das wir besprechen sollten, wenn ich in Melidunum ankomme. Also dann, sichere Reise. Steig auf. Es ist nur ein kurzer Ritt. Wie soll ich Siegfried unter die Augen treten? Ich sollte Krieger sammeln. Erfolglos. Und doch will er, dass ich eines Tages führe. Die Schuld liegt nicht allein bei dir, Toka. Jarls sind sehr mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Ah, mir reicht doch starkes Ale und ein guter Kampf. Was ist sonst schon wichtig? Fränkische Speer. Sie behalten uns neuerdings streng im Blick. Was glaubst du, was das heißt? Dass Siegfried seine Arbeit noch nicht beendet hat. Er ist erst fertig, wenn es keine Franken mehr gibt, die man bekämpfen kann. Seitdem Charles uns aus dem Norden vertrieb, schnappen uns Speer nach den Fersen. Er setzt deine Leute stark unter Druck.
Du wirst vielleicht früher führen müssen, als du erwartest. Ich bin wohl nicht am besten dafür geeignet. Ich sehe das Langhaus. Wir sind fast da. Sehr gut. Ich wundere, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber ich habe gerade nichts zu erzählen. Also. Ich finde das faszinierend, dass Assassin's Creed Mirage in der Gesamtlänge etwa so groß ist wie ein DLC von Assassin's Creed Valhalla. Denk mal drüber nach. Also vielleicht zwei DLCs, ne? Aber. So ungefähr, kommt's hin. Melidunum. Willkommen in Melidunum. Suchen wir Siegfried. Toka! Du bist zurück. Ich hoffe, es verlief alles gut. Folgen die anderen, die du mitbringst, dir nach? Ich muss Siegfried finden. Sicher. Du findest ihn da, wo er immer ist. Ach ja, er wird bei den Gräbern sein und in den Nebel starren. Dort fangen die meisten seiner Tage an. Hier entlang. Klingt nach einem traurigen Ritual. Unsere Begräbnisstätte. Sinrik, mein Vater, liegt dort mit den anderen. Wir sollten gehen. Ein Hügelgrab. Ich hätte jetzt auch nichts anderes erwarten dürfen als ein Hügelgrab. Ich hatte jetzt irgendwie wieder christliche Gräber erwartet, aber wir reden ja hier von Nordleuten. Etwas an diesem Ort ist sehr beruhigend. Dies ist ein schönes Land. Zumindest wäre es das ohne all die Franken. Dort ist Siegfried. Geh voran. Meine Rückkehr mit so wenigen Verbündeten erfreut ihn vielleicht nicht. Vielleicht. Vielleicht ist er aber davon überzeugt, dass du die besten Verbündeten überhaupt hast. Siegfried? Du bist gekommen, Wolfsmal. Gut. Er hat von uns gehört. Du wusstest, dass ich es bin? Piers schickte Kunde voraus. Deine Axt wird uns ein Segen sein. Ich hörte, die deine war auch nicht untätig. Ja, ich habe viel erschlagen. Auf offenem Feld ehrenvoll, wie Odin es vorsieht. So ist es unsere Art. Aber nicht die ihre. Die Franken zerrten unseren Jarl Sinrik aus seiner Bettstatt und weideten ihn aus wie ein Feigling. Sie begruben ihn nicht einmal, sondern überließen seine Leiche den Tieren. Diesen Hügel widmete ich ihm. Du willst, dass ich mich gegen die Franken auf eure Seite stelle? Es gibt keine Seiten. Es gibt nur Blutschuld und Rache und den Tod für jene, die auf meine Axt treffen. Er ist sehr erregt. Blutschuld und Rache kenne ich gut. Wenn die Zeit gekommen ist, Siegfried, ist meine Axt dein. Gut, so hatte ich es erhofft. Lass uns nun essen und ich erzähle dir meine Pläne für Paris. Dies ist Vida. Nie kannte ich ein edleres Tier. Der rächende Gott. Ein guter Name.
Viele Franken haben ihr Ende unter seinen eisernen Hufen gefunden. Er hasst sie fast so sehr wie ich. Du hast eine Schnitzerei bei Sinriks Grab hinterlegt. Sinrik gewann sie von mir in einem Holmgang, als wir noch Kinder waren. Das ist Eggtyrnir, der über Odins Halle wacht. Er hielt sie, als ich ihn fand. Nur daran erkannte ich ihn, nachdem die Tiere an seiner Leiche gewesen waren. Somit wäre zumindest erklärt, wie Frankreich und insbesondere Paris es geschafft haben, im Mittelalter der Pest zu erliegen. Weil sie ihre Leichen nicht begraben haben. Hati kuschelt mit dem Arsch des Pferdes. Ja, du bist ja eine hübsche Miezekatze. Will sich aber nicht streicheln lassen, die hüpft weg. Unser Raubzug wird der größte seit Ragnars Plünderung von Paris sein, nach der er Langschiffe voller Silber zu König Horek zurückbrachte. Wir werden unsere Kriegstruhen mit Silber und unsere Becher mit Met füllen. Blut ja, und Blut. Guten... Sie ist auf alle Fälle eine gute Geschichtenerzählerin. Hier geht es nicht nur so viel um Silber, Toka. Er wird einfach nicht gern beim Essen gestört. Weißt du, Ragnar kehrte mit mehr als nur Silber zurück. Mehr als Silber? Was noch? Schwerter, Edelsteine, Wein! Geschichten über einen toten Heiligen, der Paris verteidigte. Horik war so voller Staunen, er befreite die Christen und richtete die Plünderer hin. Wirklich? Das klingt nicht ruhmreich. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Der Typ hat lange nicht geschlafen. Tötet die Heiden! Bringt mir Siegfrieds Kopf und diesen Kopf ebenso. Lass das Bürschchen leben, dass er davon erzähle. Ihr seid ja lustig. Das was? Bischof Engelwin, ein guter Abend. Okay, das machen wir in dieser Folge noch. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Ich muss mich in Acht nehmen. Wovor denn? Vor diesen Halunken ist hier? Die Pferde haben sie einen Vorfall. Aber ich werde nicht reichen. So. Dieses war der erste Streich und der zweite läuft zugleich. Aber den Nödel. So, was ist der Rest? Komm mal runter von deinem Gaul. Hui! So. Wo ist Engelwin hin? Siegfried, warte! Schmunch. Was hat er dir gesagt? Nichts. Toka, sieh nach den Verwundeten und den Wachen. Sie hätten uns vor dem Angriff warnen sollen. Ich hab doch gesagt, dass er beim Essen nicht gern gestört wird. Lebend hätten wir den Soldaten befragen können. Wildes Herz, kühler Kopf. Oh, das gefällt mir. Wohin reitet Siegfried? Ich vermute, er will Bischof Engelwin suchen. Er hasst ihn mehr als alle anderen. Verstehe ich. Er war es, der Sinrik tötete. Ja, sein Schwertbruder und dein Vater. Das tut mir leid. Nichts hat sich geändert. Wenn überhaupt, sind die Angriffe nun häufiger, wie du siehst. Randvi hatte recht. Ich muss das beenden, bevor es Hrefnatorp erreicht. Sofern du ihren König nicht dazu bringst, aufzugeben, musst du jeden einzelnen Soldaten im Frankenreich töten. Wenn das so sein muss. Diese Schlacht wird nicht mit Äxten gewonnen. Ich muss einen Weg finden, Charles zu treffen und ihn vom Angriff auf Englerland abbringen. Denk dran,
Charles ermordete Gottfried. Er wird sein Wort nicht halten. Er sollte sterben. Es geht um mehr als nur einen König. Ich muss mit ihm sprechen. Das erwartet mein Clan von mir. Schon möglich, dass du recht hast. Aber mich musst du letztendlich nicht überzeugen. Wenn du Engelwin tötest, hilft dir Siegfried vielleicht, Charles zu finden. Nun beginnst du wie ein Jarl zu denken. Zweimal sind unsere Späher Engelwin in die Armensiedlung südlich von Paris gefolgt. Dort wird Siegfried sein. Ich werde ihn aufsuchen und zurückkehren, wenn Engelwin tot ist. Dann finden wir Charles. Eivor, sehr gut. Hier drüben. Piers? Ja, bitte? Oh, Sekunde mal eben. Fertigkeitenpunkte. Wir können mal wieder bei Rot gucken, was es da so Schönes zu holen gibt. Schwerer Schaden. Eine Pfeilsalve. Verschieße alle geladenen Pfeile auf einmal, indem du mit ausgerüstetem leichtem Bogen RB gedrückt hältst und wieder loslässt. Jede Salve verbraucht Ausdauer. Ja, und wahrscheinlich eine ganze Reihe von Pfeilen. So, neuer Baum. Zeigen wir mal kurz die Quest hier. Es lebe der Widerstand. Eivor und Piers helfen einer Gruppe Rebellen im Kampf gegen fränkische Loyalisten. Ja, okay. Gut, aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Würde mich über nette Kommentare und auch Däumchen nach oben freuen. Und wenn ihr flauschigen Schmusihäschen in der nächsten Folge auch wieder einschaltet, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Bis dahin, bleibt schön fluffig. Wir sehen uns und bis dann. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor are the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder. The waves will come.